Eingangs würde ich gleich erstmal die Frage stellen, was verstehen Sie denn eigentlich unter Digitalisierung? Ja, vielen Dank, dass ich da zur Verfügung stehen kann. Die Eingangsfrage trifft den Kern unserer Diskussion, die wir im Augenblick haben. Wir versuchen bei vielen Kolleginnen und Kollegen aus Betriebs- und Personalräten, aber auch in KMUs und im Handwerk, ein bisschen den Marketing-Schleier wegzuräumen. Ich glaube, dass vielfältig Missverständnisse da sind, weil die Menschen von den Begriffen her ein großes Durcheinander im Kopf haben. Wenn man fragt, was weißt du von Digitalisierung, reden die einen von freilaufenden Robotern oder von selbstfahrenden Autos, von Smartphones oder Ähnlichem. Das ist aber nicht der Kern der Diskussion, um die es heute im Augenblick geht. Ich selbst habe den Vorteil oder den Nachteil, je nachdem, dass ich seit ungefähr 30 Jahren in der Digitalisierungsdiskussion drin bin. Und wenn man auf 30 Jahre Digitalisierung der Arbeitswelt zurückblickt, dann stellt man fest, dass es eine Grundsubstanz von Inhalten gibt, die seit 30 Jahren immer wieder als aktuell verkauft werden. Nur der Begriff oben drüber ist neu. Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre hieß das Informatisierung der Arbeit. Mitte der 90er hieß derselbe Inhalt Multimedia. 4, 5 Jahre später hieß es E-Business, E-Commerce, E-Government. Weitere 4, 5 Jahre später war alles Smart. Weitere 4, 5 Jahre später war derselbe Inhalt 4.0. Und im Augenblick wird alles unter KI verkauft und selbst eine langweilige Smartphone-Nutzung wird schon als KI-Anwendung bekannt gegeben. Und wenn man es humorvoll sieht, ich denke, in 3, 4 Jahren wird alles Neuro sein und weiter später ist dann wahrscheinlich alles Organic. Wenn man diese Art von Digitalisierung betrachtet, dann muss man feststellen, wir schätzen, dass ungefähr 3/4 aller Technikimplementierungen, Technikeinführungen, die wir im Augenblick in Betrieben, Verwaltungen, Dienstleistungszentren haben, dass das Technikentwicklungen sind, die aus der Perspektive der Entwicklung 15 bis 20 Jahre alt sind. Und unter Marketing-Gesichtspunkten und 4.0-Welten und KI wird jetzt verzweifelt uralte Technik neu eingeführt. Da wird mobile Arbeit, die es seit Mitte der 90er Jahre gibt, als neue Arbeit 4.0 verkauft. Oder noch besser, in der Verwaltung wird die elektronische Akte als die ganz neue Variante vorgegeben. Es wird verschwiegen, dass es in den virtuellen Rathäusern seit 20 Jahren vorhanden ist. Und wir müssen unterscheiden, was ist die Marketing-Oberfläche und was ist die tatsächlich neue Substanz. Und hier nutzen wir in unseren Diskussionen im Augenblick ein völlig anderes Begriffspaar, was in den Marketing-Parolen gar nicht vorkommt. Technologien wurden entwickelt, um Arbeit und Arbeitsprozesse von Menschen zu erleichtern, zu optimieren, effektiver, effizienter zu machen. Und Assistenztechnik bedeutet, der Mensch entscheidet und die Technik vollzieht. Der Streit in den Unternehmen ist lediglich darüber, auf welche Hierarchiestufe darf ein Mensch entscheiden. Wer hat nur Leserecht, wer hat Schreibrecht, wer darf die Befehle ändern? Seit der 2000er-Wende haben wir im Bereich der Softwareentwicklung eine tatsächliche Neuerung, die aber eigentlich nicht richtig formuliert wird. In dieser Veränderung ist zum ersten Mal eine Technik entwickelt worden, die damals den Begriff Delegationstechnik hatte, die jetzt nicht auf den Befehl des Menschen wartet, also Assistenz ist, sondern bei der es darum geht, dass man eine Entscheidungskompetenz des Menschen auf einen, ich sag's mal ein bisschen spitz, auf einen Softwarehaufen überträgt. Das hieß damals Handlungsträgerschaft Mensch. Und hier liegt eigentlich der entscheidende Schnittpunkt, wo es um etwas Neues geht. Diese Delegationstechnik hieß zwischen 2000 und 2005, wurde das noch mit dem Begriff Softwareagenten oder Agentenplattform bezeichnet. Mittlerweile wurden diese Begriffe weiterentwickelt. Dann wurde aus den Agenten das cyberphysische System, CPS. Und heute heißt das Zeug einfach künstliche Intelligenz. Darf ich da einmal einhaken und nachfragen? Weil das heißt ja auch, wenn wir jetzt mal schauen in Bezug auf die Thematik Betriebsratsarbeit. Und Sie haben ja in Ihrem FST eben auch das Projekt Betriebsratsarbeit auf Basis autonomer Softwaresysteme gegründet. Kurz dieser nette Name Babsi. Auch da müssen ja intuitiv manchmal, aber auch natürlich aufgrund von Fakten, Entscheidungen gefällt werden. Mal pro, mal contra, mal in Personalgesprächen oder, ja, keine Ahnung, in einem, ich nenne es jetzt einfach mal so, operationellen Betrieb, was ein Betriebsrat eben so zu tun hat.
Wie genau kann ich mir das dann vorstellen? Wie kann ich diese neuen Technologien dann in diesem Zusammenhang benutzen? Und redet man dann auch da tatsächlich von Big Data oder Legal Tech-Ansätzen oder ist das noch eine ganz andere Ebene? Also den Begriff Big Data würde ich an der Stelle nicht benutzen. Es gibt zwar in der Wissenschaft eine exakte Definition von Big Data, aber in der öffentlichen Debatte ist es eigentlich auch eher ein Missbrauch als Marketingbegriff. Denn natürlich große Datenmengen ist immer relativ. Die Datenmengen, die es 1995 gab, waren viel größer als die, die es 1991 gab. In Relation dazu war 95 schon Big Data. Im Vergleich zu heute wäre das maximal Big Data. Nein, was da dahinter steht und die Unterscheidung zwischen Assistenz und Delegation ist das ganz Entscheidende, das Prozessdenken. Wir sind in der ganzen Digitalisierungsdebatte groß geworden, indem wir immer vom Endgerät her denken, also die Frontend-Perspektive. Das heißt, wenn ich das Display und das Endgerät benutzen kann und richtig die Button richtig auf dem Touchscreen berühren kann und in der Hoffnung, dann passiert das, was ich erwarte durch die Berührung, dann entwickeln wir Qualifikation durch die Perspektive des Endgeräts. Der Wechsel aber von der Assistenz zur Delegationstechnik ist gleichzeitig eine weitgehende Verschiebung auf die Ebene, was passiert hinter dem Endgerät, also Backend, im unsichtbaren Teil. Und für unsere Diskussion ist erstmal wichtig, diese Diskussionen zu erfassen und zu überlegen, was ist jetzt qualitativ neu an den Prozessen, die da im Hintergrund stehen. Und diese Diskussion, die wir jetzt über ja mittlerweile auch schon 4, 5 Jahre geführt haben, ist der Perspektivwechsel, was wir gesagt haben, wir müssen verstehen, was im Backend passiert, weil die Zukunft der Arbeitswelt wird nicht am Display entschieden, sondern im Backend. Dort wird die Verteilung von Arbeit, wird die Verteilung von Wertschöpfung, die Steuerung von Wertschöpfungsketten entschieden. Und die Delegationstechnik ist der technische Baustein, der dieses zwischen Plattformen, auf Plattformen und mit Hilfe von Plattformen möglich macht. Da reicht es nicht aus, dass ich jemand beibringe, wie er das Update auf dem Smartphone installiert, sondern ich muss mit den beteiligten Kolleginnen und Kollegen erstmal über die Prozesse reden und klar machen, welche Herausforderungen auf uns zukommen. Und mit der Verschiebung vom sichtbaren Teil, also vom Endgerätedisplay, hinein in die unsichtbaren Teile der Plattform und der Prozessabwicklung im Backend, kommt eine zweite Veränderung hinzu. Unsere bisherige betriebsrätliche und an anderen Stellen personalrätliche Tätigkeit war immer, und das meine ich jetzt durchaus im positiven Sinne, ein betriebszentrierter Ansatz. Das hat viel mit der Anhäufung von eigenen Erfahrungen zu tun, mit Betriebsverfassungsgesetz oder Landespersonalvertretungsgesetzen. Das heißt, die gesetzliche Ebene regelt, was im Betrieb oder in der Verwaltung stattfindet. Die Verschiebung von Assistenz zur Delegationstechnik ist aber ein Baustein, der absichtlich, vorsätzlich und bewusst die virtuellen Mauern von Betrieben und Verwaltungsgrenzen durchbricht. Diese Technologie will nicht primär Abläufe im Betrieb steuern, sondern Abläufe zwischen Betrieben. Das heißt, für Betriebsräte entsteht die Herausforderung, dass wir nicht mehr nur die innerbetrieblichen Abläufe uns anschauen, sondern aufgrund der technologischen und zwar strukturellen technologischen Erweiterung hin zur Delegationstechnik kommen eigentlich betriebsübergreifende oder zwischenbetriebliche Arbeitsabläufe in den Bereich von Mitbestimmung. Wir müssen Digitalisierung verstehen als ein Durchbrechen des betriebszentrierten Denkens. Das ist einer der Kerngedanken dieses Ansatzes. Und das ist auch, nennen wir es mal, eine soziale Innovation, die über das bisherige betriebsrätliche Denken und das bisherige Mitbestimmungsdenken ganz bewusst hinausgeht. Können Sie uns denn noch etwas dazu sagen, wie dann diese Technologie tatsächlich aussieht? Über was reden wir denn dann da? Ist das, also es ist wahrscheinlich eine KI, so wie Sie es ja schon mitgeteilt haben. Es ist eine Software irgendwie, die da eben so liegt und arbeitet. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wir benutzen da im Augenblick einen Begriff, der sehr stark aus der IBM-Ecke kommt. Die IBM nutzt den Begriff der autonomen Software-Systeme. Wenn man das jetzt in die Informatikersprache übersetzt, werden dort lauter Begriffe benutzt, die
bei den Sozialwissenschaftlern geklaut wurden. Man spricht da von sogenannten selbstlernenden Systemen. Es ist einfach eine Ansammlung von ständig neuen Daten, die auf eine bestimmte Weise verarbeitet werden. Wir haben es also hier mit Software zu tun, die permanent und ständig in Bruchteilen von Sekunden riesige Datenmengen sich neu aneignet und aufgrund einer ganz bestimmten Spielregel verarbeitet. Ein anderes Wort für Spielregel lautet Algorithmus. Und wenn wir in diese Welten eingreifen wollen, dann reichen die bisherigen Modelle der Mitbestimmung nicht aus. Und damit sind wir wieder bei dem BABSI-Projekt. Wir müssen darüber nachdenken, dass die Arbeitswelten, die auf uns zukommen, nicht allein durch eine Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung geregelt werden können. Die BV brauchen wir weiterhin, aber sie reicht nicht aus. Denn wenn die Delegationstechnik die Prozesse zwischen den Betrieben steuert, dann hüllt sie ja eigentlich die Entscheidungskompetenz von beiden Seiten, von Geschäftsleitung und Betriebsräten aus. Deswegen sind wir der Auffassung, dass wir die Anforderungen, soziale Standards und inhaltliche Anforderungen bereits in der Spielregel der Software, also im Algorithmus, verankern müssen. Wir diskutieren deswegen ganz bewusst den Begriff mitbestimmter Algorithmus und Mitbestimmung in algorithmischen Entscheidungsprozessen. Denn es ist ja nicht nur die Spielregel, sondern dieser Algorithmus bekommt ja seine Kraft dadurch, dass er permanent neue Daten aufnimmt. Und damit beginnt natürlich die Frage, welche Qualität haben diese Daten, die dieser Algorithmus aufnimmt? Was wir machen müssen, ist, Anforderungen zu formulieren, die vor allen Dingen aus dem intuitiven Erfahrungswissen der Beschäftigten kommt. Und diese Anforderungen, die müssen präziser sein. Wenn ich zu einem Team von Informatikerinnen und Informatikern gehe und sage, ich hätte gerne eine ethische Software, fallen die vor Lachen um und sagen, Schröter, komm wieder, wenn du weißt, was du willst. Mit dieser allgemeinen Parole komme ich keinen Millimeter weiter. Ich muss sehr viel präziser sagen können, welche Anforderungen ich habe. Und die große Herausforderung, die jetzt für Betriebs- und Personalräte auf dem Tisch liegt, ist die Frage, wie wir unser intuitives Erfahrungswissen, und intuitiv heißt, in der Regel wissen die Kolleginnen und Kollegen nicht, was sie wissen, was aber im Arbeitsalltag von allerhöchster Bedeutung ist. Also nicht das explizite Fach- und Sachwissen, sondern das, was die Kolleginnen und Kollegen in den Arbeitsprozessen drauf haben, dass sie an einer bestimmten Stelle die richtige Bewegung machen, den richtigen Druck ausüben, die richtige Drehung machen. All dieses intuitive Erfahrungswissen zu präzisieren und als Anforderungen zu formulieren für einen Dialog mit der IT-Seite. Gesetzt dem Fall, die Software ist vernünftig entwickelt worden, sie ist gut gespeist worden, so nenne ich es jetzt einfach mal. Der Betriebsrat fühlt sich auch wohl damit, weil er davor die manuellen Dinge, auch das nenne ich jetzt einfach mal so, ausgearbeitet hat. Also was fühlt er sozusagen bei, weiß ich nicht, bestimmten Entscheidungen, wie geht er vor und so weiter und so fort. Dann könnte man ja meinen, das ist jetzt alles ausgearbeitet, das ist dadurch fairer, weil eben auch subjektive Tagesformen einfach keine große Rolle spielen. Könnte dann gesagt werden, auch die Betriebsrattätigkeit wird dadurch dann menschlicher, obwohl ich dann mehr Technologien benutze? Also man muss zwei Dinge sagen. Das eine ist, unser BABSI-Modell ist keine Verhinderung dieser algorithmischen Entscheidungssysteme. Wir wollen diese algorithmischen Entscheidungssysteme Kriterien unterwerfen, wir wollen sie einer demokratischen Kontrolle unterwerfen und wir wollen, dass die sozialen Standards, die man in den letzten Jahrzehnten in den Unternehmen gesammelt hat, in diese Welt hinüber transformiert und übertragen werden. Wir können uns, und das haben wir an positiven Beispielen auch immer wieder diskutiert, die Anwendung dieser algorithmischen Entscheidungssysteme, und zwar durchaus als Delegationstechniken, durchaus vorstellen im Bereich der Materialeffizienz, der Energieeffizienz, möglicherweise auch in der Verkehrssteuerung und überhaupt in ganz vielen Klima- und Heizungstechnologien. Wo wir Probleme sehen, ist, wenn Entscheidungen von solchen Systemen in unmittelbarer Weise direkt über Menschen getroffen werden. Da haben wir gesagt, das sollte so nicht sein. Das heißt, was wir haben wollen, ist ganz bewusst, dass sich ein Betriebsrat vorstellen kann, die Technik nicht nur als Objekt der Mitbestimmung zu betrachten, sondern als Instrument der Mitbestimmung.
Das heißt, algorithmische Entscheidungssysteme als Unterstützung des Betriebsrates, das heißt in der Summe wieder auf die Ebene der Assistenz zu bringen, aber gleichzeitig damit auch die Geschwindigkeit der Entscheidungsprozesse untereinander zu erleichtern und damit eine gleiche Augenhöhe mit den Geschäftsleitungen herzustellen, was die Aufbereitung von Daten, von Einschätzungen, Analysen und Ähnliches betrifft. Ein super interessantes Thema, wie ich finde. Für den Moment würde ich mich jetzt erstmal bei Ihnen bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns darüber ein bisschen etwas zu berichten. Und wir schauen mal, wie es mit dem Projekt dann auch in der Zukunft weitergeht. Herzlichen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Danke.